Hey Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Mausakrobat und ich habe für euch heute ein neues Video dabei. Und zwar wollen wir uns heute endlich den E75 anschauen, der ja auch überarbeitet worden ist mit dem Patch 1.10. Und ja, was soll ich sagen? Meiner Meinung nach ist das jetzt der geilste Panzer für Leute, die gerne Heavys fahren, in dem gesamten deutschen Tech-Tree. Klar ist der Tiger 1 auch ein super geiler Tank. Aber da ist es halt mehr so diese genaue Kanone, der Alpha-Schaden gepaart mit dem HP-Pool. Der E75 ist halt so ein richtig reinrassiger, ja, super schwerer Heavy-Panzer, mit dem man mal so richtig dahin fahren kann, wo es weh tut. Und es war mein allererster Neuner. Ich habe den damals 600-700 Gefechte gefahren und habe ehrlich gesagt schon auch mal hier und da eine Runde gehabt, wo ich gut ausgeteilt habe, aber ich habe dann auch ganz gut auf die Fresse gekriegt, muss ich jetzt hier so ehrlich sagen. Mit der Zeit ist das dann immer besser geworden und mittlerweile würde ich sagen, fahre ich den E75 auf einem ganz brauchbaren Niveau. Und jetzt hat Wargaming sogar noch gesagt, hier komm, der E75, der ja ohnehin auf der Tierstufe 9 eigentlich ganz brauchbar war, von der Panzerung etc., dem ganzen Komplettpaket, wir machen ihn noch ein kleines bisschen stärker, nicht zu viel, genau so, dass es reicht. Und da bin ich Wargaming sehr dankbar, dass das mit Augenmaß gemacht worden ist. Weil so wie er jetzt ist, finde ich, kann er im Spiel bleiben und macht irrsinnig viel Spaß. Beim Tiger 1, beim Tiger 2, da habe ich mich gefreut. Beim E75 bin ich wirklich ausgerastet. Wer sich die Streams nochmal anschauen will, fühlt sich da herzlich zu eingeladen, auf Twitch nochmal die Übertragung von letzter Woche anzuschauen. Ansonsten habe ich natürlich gleich auch für euch noch Replays dabei. Ich habe ihn jetzt mal hier in den Vergleich gesetzt zu dem Conqueror und dem T10, die für mich so die beiden stärksten Tech-Tree 9er bis jetzt waren. Der E75 zählt jetzt für mich auf jeden Fall auch dazu. Der 50 TP, den habe ich jetzt hier nur mal reingenommen, um einen Vergleich zu haben mit einem Panzer, der einen ähnlich hohen Alpha-Schaden hat. Dass der 50 TP in sehr vielen Bereichen einfach abstinkt, werden wir auch gleich gucken. Aber gut, fangen wir mal an. DPM ist jetzt angehoben worden durch die Erhöhung des Alpha-Schadens, ja. Vorher hatten wir 490. Wargamer hat gesagt, das ist zu wenig. 530. Ohne irgendwie Reduzierung oder Erhöhung der Nachladezeit bedeutet, ihr habt nicht nur mehr Alpha-Schaden bekommen, sondern ihr habt indirekt auch noch 200 Schaden die Minute mehr dazu bekommen. Also bei gleicher Nachladezeit, 15,05 Sekunden, habt ihr jetzt 530 Alpha-Schaden. Von der Penetrationsleistung her ist er jetzt hier der schwächste, ja mein Gott, aber der Unterschied zwischen 246 und 259 ist jetzt nicht allzu riesig und im Zweifel könnt ihr immer noch auf die 2 drücken, dann habt ihr 311 mm Durchschlag auf der APCR Premium. Egal, Shell Velocity 920, da ist der Conqueror natürlich auch ein kleines Stückchen besser, aber alles in allem, wie gesagt, reicht das mit der Durchschlagskraft locker aus und dafür entschädigt er natürlich mit den 530 Alpha-Schaden, da kommt kein Conqueror hinterher und der T10 mit 440 stinkt da auch ein bisschen ab. Lediglich der 50 TP, das ist halt auch die einzige Stärke, die er hat, 250 Durchschlag, 560 Alpha-Schaden, aber sonst kommt da nicht mehr viel, wie wir gleich sehen werden. Einzielzeit, 2,3 Sekunden, 0,35 Genauigkeit, bei dem Kaliber, bei dem Alpha-Schaden, das ist wirklich ein fantastischer Wert. Klar, der Conqueror hat hier die besten Gun-Handling-Skills, beziehungsweise die besten Werte, aber er hat ja auch den niedrigsten Alpha-Schaden, 1,82 Sekunden, 0,32 Genauigkeit. Das hätte ich jetzt vom E75 auch so nicht erwartet. Aber ihr seht immerhin schon mal besser beide Werte als beim T10 und deutlich bessere Werte als bei dem vergleichbaren Kaliber vom 50 TP. Also gefühlt fast doppelt so lange Einzelzeit, ungenaue Kanone, schlechtere Dispersion-Werte. Also da ist beim E75 wirklich alles besser. Und wie gesagt, ob ich nun 530 oder 560 Alpha-Schaden habe, da kräht dann jetzt auch kein Hahn mehr nach. Dann habt ihr 8 Grad Gun Depression, das ist ein hervorragender Wert, hat der T10 zum Beispiel nicht, der hat nur 5 Grad Gun Depression, Conqueror hat 10 Grad Gun Depression, aber solide 8 Grad, damit kann man hervorragend arbeiten, werden wir uns gleich auch im ersten Replay anschauen. Dann von der Geschwindigkeit her, 40 km/h Top-Geschwindigkeit bei 91,6
Tonnen, ich wollte gerade Kilo sagen, bei 91,6 Tonnen. Also ihr habt erstens für das Gewichtsverhältnis vom E75 eine super Geschwindigkeit, und sobald ihr nur irgendwas irgendwie touchiert, geht ihr immer als Gewinner bei dem Austausch von HP. Also ihr könnt sogar jetzt hier sowas wie einen Conqueror, einen T10, aber auch einen 50 TP locker rammen, und ihr kriegt dann noch Schaden gutgeschrieben. Die Gegner, selbst wenn das nur mit geringer Geschwindigkeit ist, verlieren HP. Also gerade wenn jetzt irgendwie nur ein Light euch aus Versehen touchiert, kann das sein, dass ihr manchmal einfach schon platzt. 900 PS ist vielleicht ein bisschen untermotorisiert für 91 Tonnen, aber alles in allem, wie gesagt, bewegt sich der E75 brauchbar für das Nettogewicht. Ja, und ansonsten, die Terrain Resistance Werte sind auch sehr okay. Panzerung gucken wir uns gleich noch an. 160 mm Wannenpanzerung, 280 mm Turmpanzerung. Vorher waren das hier nur 252 mm, also der Turm hat jetzt 280 mm bekommen. Also ein sattes Plus von knapp 30 mm mehr Panzerung am Turm. Ja, und ansonsten haben wir noch 30 HP geschenkt bekommen, also 30 Strukturpunkte. Vorher waren es 1920, jetzt sind es 1950. Das ist auf Augenhöhe mit dem Conqueror, 50 weniger als der 50 TP. Dafür muss man auch ganz fairerweise sagen, ist die Panzerung vom 50 TP nicht mal ansatzweise so zuverlässig wie die vom E75. Also der 50 TP, ich habe ihn wirklich gehasst, als ich ihn gefahren bin. Weak Spots ohne Ende, der ganze Turmkranz ist leicht zu durchschlagen, die Unterwanne, die Oberwanne, die beiden riesen Kommandantenkuppeln. Also egal, wo man jetzt eigentlich sich den 50 TP anguckt, ist es einfach nur ein fahrender Weak Spot. Darüber kann der E75 nur lachen. Und dann vielleicht nochmal für die Sparfüchse unter euch. Ihr zahlt hier für eine Patrone 1130 Credits. Ja, das sind ein bisschen mehr, 80 mehr als zum Beispiel beim Conqueror. Dafür bekommt ihr aber auch 130 mehr Alpha-Schaden. Wenn ihr den 50 TP fahrt, zahlt ihr 1350 Credits für einen Schuss, habt aber lediglich 30 Schaden mehr und zahlt im Prinzip 220 Credits mehr. Also deutsche Ökonomie, auch noch sparsam fahren. Die Schüsse sind für den Alpha-Schaden wirklich günstig zu haben. Da kann man auch, wenn man dann auf die Premium-Munition verzichtet, laut den Kommentaren gibt es ja ganz viele von, auch noch ganz gut Credits plus machen. Ja, so viel mal zu den technischen Daten, zum Vergleich, zu den Verbesserungen. Also nochmal ganz kurz zusammengefasst. Ihr habt jetzt also 530 Alpha-Schaden statt vorher 490 bei gleicher Nachladezeit. Ihr habt 30 AP geschenkt bekommen und ihr habt jetzt am Turm statt 252 mm 280 mm Panzerung. Das sieht dann so aus, ihr kommt dann hier ungefähr auf 283,8 effektiv, also dadurch, dass es sehr gerade ist, kommt da jetzt nicht noch viel on top, aber das sorgt immerhin dafür, dass viele 9er und 10er mit Standardmunition keine Chance mehr haben, euch am Turm zu penetrieren, und sobald ihr den Turm nur leicht anwinkelt, seht ihr, kommt ihr auch schon auf 285, da müssen die Gegner dann wirklich schon entweder Premium-Munition laden, euch günstig treffen oder von Haus aus wieder Jagd D100 einen sehr, sehr hohen Durchschlag haben. Ja, das war es im Prinzip auch schon mit den Änderungen. Aber dass diese kleinen Änderungen reichen, um von Fui zu Hui zu gelangen, das schauen wir uns jetzt in den Replays an. Doch bevor wir das tun, will ich euch noch einmal ganz kurz zeigen, wie mein Panzer ausgerüstet ist, was ich für eine Crew drauf habe. Ich habe mir eine Crew dafür erst kürzlich wieder hochgezogen. Bedeutet, ich habe jetzt hier zwei Perks, dritter fast voll, also knapp drei Perks im 9er Bereich. Das sollte auch schon so Standard sein, vor allem Waffenbrüder und Reparatur solltet ihr auf jeden Fall haben, der Rest dann optional dazu. Und wie ihr hier unten seht, habe ich den Panzer komplett mit verbessertem Equipment ausgestattet. Einige haben mich in der Vergangenheit immer gefragt, hey Maus, lohnt sich das, 10.000 Anleihen für den KV-4, Kreslowski oder den IS-5? Ich sage ganz entschieden nein. Wenn ihr zu viele Anleihen überhabt, dann macht das lieber so, dass ihr euren Lieblingspanzer mit verbessertem Equipment ausstattet. Da würde ich sagen, habt ihr am Ende mehr von euren Anleihen als für irgendeinen zweitklassigen Premium-Reward-Tank. Also, ich habe ihn komplett ausgestattet. Wenn mich jemand fragt, warum, weil ich es kann. Und ansonsten habe ich jetzt hier so eine Munitionsverteilung, großes Medikit, großes Rapkit, Schokolade und noch eine Direktive. Davon habe ich auch noch mehr als genug über. Und dann sieht das Ganze so aus. Schicke Tarnung habe ich ihm auch noch verpasst. Wer sich fragt, was ist das für eine Tarnung? Das ist die Damaskus-Stahl-Tarnung aus den Clanbor-Rewards. Also dafür, für diese Tarnung,
musste man tatsächlich CW-Kampagne fahren. Finde ich, sieht mega geil aus und gerade am E75 macht sie nochmal ordentlich was her. Gerade auch hier mit diesen geilen Kettenlaufrädern. Also ich finde diese Tarnung mega sexy, völlig verdient für diesen Panzer und damit würde ich sagen, Abfahrt rein ins Gefecht. Ja, die erste Runde, die wir uns anschauen, ist gespielt auf der Karte Küste und wir sind in so einem 9er, 8er Matchmaking, eine Arti. Und jetzt habt ihr natürlich mit dem E75 mehrere Optionen. Aufgrund der 8 Grad Gunny Prussian und der verhärteten Turmfront oder erhärteten Turmfront könnt ihr jetzt tatsächlich hier auf C1 fahren. Viele, würde ich sagen, fahren immer noch mit dem Panzer auf die Insel. Halte ich für, ehrlich gesagt, nicht so gelungen, weil die wichtigste Position hier auf der Karte tatsächlich oben diese C1-Position ist. Meistens, wenn das Team diese Position verliert, dann geht es auch ganz schnell in die Grütze, das Gefecht. Deswegen fahren wir da auf jeden Fall jetzt hin. Ihr seht auch, zu der anderen Position fahren Standard B, Centurion, Renegade. Also eigentlich die Panzer, die hier oben für C1 prädestiniert wären. Wir haben jetzt hier T-4400, Type 59, T-44, T-54 Mod 1. Das sind jetzt alles nicht die Panzer, die an so einer Position wie C1, wo man Gun Depression braucht, gut kämpfen können. Auch die Bedshed als Autoloader ganz vorne mit dabei. Halte ich für gewagt. Also Centurion 7-1, Renegade und Co., die werden hier sicherlich besser aufgehoben, auch der IS-3-2. Aber, mal gucken, ob die Insel vielleicht dann einfach pushen können. Für mich ist wichtiger, hier oben diese Position zu halten und deswegen fahre ich da jetzt auch hin. Und ihr seht, natürlich komme ich da nicht so schnell hin wie unsere Mediums, aber ich lasse mich da auch gar nicht beirren. Einfach Vollgas hin. Bis jetzt sind auch noch keine Gegner da, vor denen ich irgendwie Angst hätte. Pershing, SDA, Skoda, T-44. Das sind jetzt alles keine Gegner. Centurion 7-1, na gut. Wenn der gut gespielt ist, der könnte zu einem Problem werden. Aber wir geben jetzt erstmal hier dem Pershing ein faires 539er Brett. Und jetzt sind doch eine ganze Menge Gegner hier aufgetaucht. 6 Stück an der Zahl. Da müssen wir jetzt zusehen, dass wir hier jeden Schuss wirklich anbringen. Der nächste 527. Und diese Bretter, die der E75 jetzt raushaut, das ist schon wirklich legendär. So, SDA, ich weiß nicht, ob er das jetzt eben nicht gemerkt hat. Ah, der ist, da habe ich auf seine Kommandantenluke geschossen. Der ist nur leider abgeprallt. Aber gut, vielleicht hat der SDA jetzt verstanden, dass wir es ernst meinen. Ist nochmal mit einem blauen Auge davongekommen. Ich gucke mich die ganze Zeit so ein bisschen um. 595 in your face. Da sagt der Centurion, danke, der T-44 steht jetzt ein bisschen sehr weit außen. Unsere ganzen nicht so Gun-Depression starken Panzer, Objekt 430, T-4400, die mussten jetzt alle sich ein Stück zurückfallen lassen, weil sie hier einfach so nicht mitspielen können. Ja, moin Skoda. Dieser Hyrule 634. Ich weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat. Hier steht ein E75. Vielleicht ist es noch so in den Köpfen drin. Ja, E75, deutscher Heavy, muss scheiße sein. Gut, jetzt war mal eine epische Low-Roll mit 430, aber davor hatten wir auch die ein oder andere wirklich starke High-Roll. Also ihr solltet den E75 ernst nehmen. Einfach auch vor dem Hintergrund, dass ich denke, dass jetzt auch wieder viele bessere Spieler, die vorher vielleicht auf den Conqueror, den T10 gegangen wären, jetzt sich auch wieder in den E75 setzen und gucken, was sie aus dem Gerät rausholen können. Auch der Standard B, weiß nicht, ich bin hier gespottet. Er nimmt mich gar nicht ernst. Das gibt dann erstmal Minus-Karma-Punkte, 483 und jetzt versucht er hier zu schießen. Ich winkel meine Panzerung an. Jetzt hat er mir in die Kette geschossen, ich repariere, ich wiggle weiter. Und da gibt es gleich das nächste Brett, nochmal schön 546. Das war's dann auch mit der Standard-B-Runde, würde ich mal jetzt ganz dreist behaupten. Also, die Gegner müssen es noch lernen, dass der E75 zurück ist und dass E75-Begegnungen in der Regel schmerzhaft enden und mit dem Verlust des eigenen Panzers dann finalisiert zu Ende gehen. So, auch der STA, der hat jetzt eine steile Lernkurve hingelegt und hat dann jetzt wahrscheinlich auch verstanden, dass er sich in Zukunft vielleicht besser mit dem E75 an so einer Position nicht anlegt. So, da hinten steht jetzt ein 50 TP, der hat alles richtig gemacht, ist in der Base stehen geblieben, hat sich hier schön aus dem Gefecht rausgehalten, genauso wie der Emil 2. Also im Gegnerteam ist es nicht besser gelaufen, was die Panzerpositionierung angeht. Auch so ein Emil 2, 50 TP, die wäre natürlich hier an dieser Position tatsächlich eine Herausforderung gewesen.
haben gleich davon abgesehen. Vielleicht wussten sie schon um den Buff des E75, aber wie gesagt, Emil 2, das wäre dann wirklich jetzt hier an der Position für uns eine echte Herausforderung geworden. Trotzdem sollte man die Challenge dann auch annehmen und trotzdem für das eigene Team diese Position behaupten. Und ihr seht, es ist jetzt auch nicht so richtig auf der Insel vorangegangen. Die Gegner haben da schon sehr lange mit ihrem Camp durchgehalten. Und oben die C1-Position, da lege ich mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster. Wenn wir da jetzt nicht mit unserem E75 hingefahren wären, dann wäre das auf jeden Fall in die Hose gegangen und die Gegner hätten uns da gnadenlos überrannt. Ihr hättet es wahrscheinlich von der Insel aus nicht mehr rechtzeitig zurückgeschafft und damit könnte im Zweifel, wenn die Gegner dann einfach durchgekappt hätten, wäre dann einfach die Runde vorbei gewesen. So. Ah, 50 TP. Der baut sich da gerade so sein kleines RNG-Schutzschild auf, aber mein Gott. Wir haben ja jetzt auch schon ganz gut reinfarmen dürfen. 4800 Schaden stehen auf dem Papier. Der nächste Schuss, der daneben fliegt. Und ich bin mir jetzt mittlerweile ziemlich sicher, dass das nicht an der Genauigkeit der Kanone liegt. Aber gut, sowas hat man dann immer. Dann muss man halt einfach durch den Turm schießen. So, jetzt ist aber auch mal Feierabend. Eine APCR durch den Turm. Und dann ist auch Ruhe im Karton. Nochmal schönes 503er Brett. Das macht dann auf dem Guthabenkonto 5319 Schaden, 2 Kills. 1370 Schaden mit der Panzerung geblockt, 388 Unterstützungsschaden. Gucken, ob wir hier noch was von abbekommen. Arti muss ja hier auch noch irgendwo rumlungern. Erstmal nehmen wir den Kill noch mit vom Pershing. Wir sagen Danke. So, da ist die Arti. Kurz den Turm drehen, gleich die Ketten mitdrehen. Auch das jetzt leider nur noch 56 AP, aber der vierte Kill und so läppert sich das dann am Ende auch noch hoch. Standard B wird jetzt wahrscheinlich uns hier die Kollegen ein bisschen wegschmatzen. Hat jetzt hier... der Tiger 2 bietet sich auch nochmal an, guckt nochmal seinem großen Bruder ins Kanonenrohr. Das ist der fünfte Kill, 5863 Schaden, 772 Unterstützungsschaden, also über 6500 kombinierten Schaden. 5 Kills innerhalb von 7 Minuten und der E75 hätte jetzt noch genug HP, um nochmal eine zweite Runde direkt zu spielen. Munition, die müssten wir wahrscheinlich auffüllen, aber ansonsten auch wenig Löcher, wenig Kratzer hier im Lack. Das sieht doch ganz hervorragend aus. Also würde ich sagen, springen wir direkt in die zweite Runde. Ja, die Runde hier ist entstanden. Da hat der E75 von mir noch nicht das optische Upgrade bekommen und auch noch nicht das verbesserte Equipment. Ist aber auch letztendlich Schmuck am Nachthemd. Auch mit dem Standard-Equipment kann man durchaus hier brillieren. Also hier ist jetzt in der Runde ein normaler vertikaler Stabilisator, eine Lüftung und ein Ansetzer verbaut. Ich habe dann mich ein paar Runden später dazu entschieden, einfach dem E75 noch ein bisschen mehr Respekt zu zollen, einfach weil es mein erster Neuner war und habe dann dem Panzer auch noch verbessertes Equipment und eine andere Optik gegönnt. Das hier war quasi eine der ersten Runden, die ich gespielt habe, wo ich noch dem Standard-Equipment durch die Gegend gefahren bin. Ja, 10er Runde hatte ich gesagt. Wir haben als 10er einen Centurion Action X, die ist 67 TP. Die werden wir auch gleich alle noch, oder beziehungsweise wir werden allen 10ern in dieser Runde noch begegnen. Hallo, T49. Keine Ahnung, was das sollte. Auf jeden Fall 550 Schaden auf unser Guthabenkonto. Und auch der Centurion Action X, der bleibt da einfach gearlappenmäßig stehen. Hallo? Nochmal schönes. Zwei Schüsse haben wir schon mal einfach ganz easy 1050 Schaden aufgebaut. So schnell geht das mittlerweile in dem E75. Ja, hier habe ich mich jetzt erstmal kurz in diese Allee bzw. in diese Gasse reingestellt, geguckt, ob man hier irgendwas machen kann. Aber grundsätzlich möchte ich natürlich, selbst wenn ich jetzt hier mit hier in dieser Situation bin, pushen. Ja? Weil das ist das, was der E75 jetzt kann. Sehr, sehr geiles Trade-Potenzial. Höhere Alpha-Schaden als WZ111, 5 Alpha, 277, IS-7. Also mit euren 530 Alpha-Schaden könnt ihr tatsächlich auch mit 10er Heavies tauschen. Ihr solltet jetzt vielleicht nicht unbedingt mit einem EN100, mit der großen Kanone oder einem 60 TP tauschen oder einem Jagd-D. Aber ansonsten, so das kleine Viehzeug kann man so nebenbei ganz kurz wegatmen und dann können wir jetzt auch schauen, ob vielleicht unser 60 TP da nach vorne treibt. Steht mittlerweile schon 3:0.
Die beiden Lights aus dem Gegnerteam sowie der Centurion Action X, die haben sich erfolgreich schon aus der Runde verabschiedet. Und jetzt sieht das hier so aus, als wenn unsere Top-Tier-Heavies, die ich hier ja, unterstützen wollte, falls sie irgendwie was machen. Nochmal kurz hier Schüsse abgetauscht. E75 hat hier noch die Tiger 2 Kanone, die 8.8er, ne, die 10.5er. So, und jetzt geht es da vorne. 60 TP, den will ich jetzt nicht verhungern lassen. Wenn ihr schon mal Top-Tier-Heavies habt, die was machen, kommt ja, wenn ich ehrlich bin, auch nicht so häufig vor, dann will ich die nicht im Stich lassen. Deswegen versuche ich hier gleich hinterher zu ziehen. Ich denke, der 60 TP wird uns hier auch brauchen. Dadurch, dass wir den Centurion da oben schon verarbeitet haben, steht da auch maximal nur noch ein Pantera. Und jetzt müssen wir schauen, dass wir im Prinzip ein bisschen Geleitschutz für den 60 TP bieten. Er kann schon gerne das Tanken da vorne übernehmen, aber wenn dann da was um die Ecke kommt, dann muss gleich richtig krachen. So, ich bin jetzt auch gespottet. Das wird sicherlich der Pantera hinter mir gewesen sein, weil Proxy Spot war es noch nicht. So, dann Sidescrape ich jetzt mir mal. Ah, jetzt habe ich leider die Seite getroffen. Ich wollte hier eigentlich die Oberwanne treffen. Da hat der ES7 nochmal im richtigen Moment einen Zug nach vorne gemacht. So, der hat jetzt geschossen. Jetzt sollten wir zusehen, dass wir den Schuss hier auch machen. 602. Pantera kann hier nochmal einen Schuss auf mich loswerden. Ist Low AP. Ich hoffe, dass unser Burask oder die Badger den da jetzt vielleicht oben mal rausnehmen. Hier versucht nochmal blind hinzuschießen. Das jetzt auch nochmal für unsere Verbündeten angezeigt, aber hier geht es auch schon direkt weiter. Also keine Zeit verlieren. 60 TP hat geschossen. Leider ist unser 60 TP jetzt davor gefahren. Gebounced an der Unterwanne vom Objekt 252U. Naja, ist halt ein Defender, ne? Ich hoffe, das passiert uns jetzt nicht noch einmal. Ne. 490, rein damit. So, und jetzt... Also da hätte der 60 TP vielleicht auf uns warten sollen, wenn ich ganz ehrlich bin. Super Conqueror gibt dem TC eine mit, die können wir jetzt rausnehmen. Den Kill... Da helfen wir. So, der 60 TP, 60 TP hat geschossen. Mit Heat sogar easy weggeklappt, easy gebounced. So, und jetzt müssen wir aber schauen, dass er dafür auch büßt. Ein Schuss und ich kann sogar noch einen Schuss machen, bis er nachgeladen hat. Ich habe jetzt hier eigentlich gedacht, dass der Conqueror nochmal vorfährt. Deswegen wollte ich ihm jetzt hier nicht in den Schuss fahren. Aber gut, jetzt hat er 60 TP geschossen. Und unser Conqueror hilft hier mit. Ich wiggle ein bisschen gegen den E75. Der hat ja die Stockgun drauf. Gebe ich hier nochmal schön an in die Unterwanne. Versuche weiter mit meinem Turm zu wackeln, dass der 60 TP keinen sauberen Schuss kriegt, von dem ich ja weiß, dass er Heat schießt. So, der 60 TP ist damit gebounced. Oben durch die Kommandantenluke, kein Problem, wir stehen ja ein bisschen höher als der 60 TP. E75 ist auch raus, wir haben immer noch 1286 AP. Und weiter gilt die wilde Fahrt, wir haben schon wieder 2200 Schaden gebounced. Zweimal nie Heat vom 60 TP, weil ich die ganze Zeit mit meinem Turm hin und her gewackelt habe. Und ja, nochmal 165 Unterstützungsschaden, 3 Kills. Wir haben jetzt hier erfolgreich gegen den Centurion, gegen den IS-7 und auch den 60 TP gekämpft. Also der E75 hat auch alles andere als Stress damit, mal gegen 10er Heavys zu kämpfen. Weil die Panzerung gibt's her, der Alpha-Schaden gibt's her. Und wie gesagt, sobald ihr dann auch auf die 3 drückt mit dem 311 mm Durchschlag, habt ihr dann auch keine Probleme mehr, irgendwie einen IS-7 verlässlich zu penetrieren oder einen 60 TP. Mit der AP-Munition würde ich jetzt nicht unbedingt gegen 10er Heavys kämpfen. Da würde ich dann schon so weit gehen und sagen, ladet doch mal besser eine APCR. Aber dann seht ihr, dass ihr da auch im Handumdrehen mit denen einen kurzen Prozess machen könnt. So, Conway hat jetzt hier nicht gezählt auf das Guthabenkonto. Haben wir aber gekillt. Also das waren, glaube ich, nochmal ungefähr knapp 500 HP. Gucken wir uns später in den Postgame-Stats nochmal an. So, da ist jetzt... Das ging aber schnell. BZ ist kurz aufgegangen, draufgegangen und weg war er. Jetzt fehlt hier noch ein RV. Ich fahre mal vor. Wenn er AP schießt, habe ich gute Chancen, das zu bouncen.
Wenn er Hash schießt, dann habe ich auch gute Chancen, dass er nicht penetriert. Oder er schießt halt einfach einen Kilometer vor mir in den Boden, umso besser. Das war auch nochmal ein schönes 559er Brett. Und den Kill kriegen wir leider nicht mehr. Aber wir mussten uns hier nicht zurückhalten. Ich habe den Push mit dem 60 TP mitgezogen. Wir haben uns hier wirklich mit den Heavys auseinandergesetzt. Wir haben den Schaden nicht irgendwie aus der zweiten Reihe gefarmt, sondern wir waren vorne mit dabei. Auch 2460 Schaden gebounced. Also das ist das Schöne. Ihr könnt jetzt wirklich mit dem E75 dahin fahren, wo es weh tut. Und die Gegner müssen euch am Turm auch erstmal penetrieren. Klar, der E75 hat mit der relativ genauen 10-5er uns jetzt hier oben einmal in die Kommandantenluke geschossen, aber das waren jetzt auch nur 400 Schaden. Das kann man noch verschmerzen bei 1950 Strukturpunkten. Aber die wichtigen Schüsse, die haben wir gebounced gegen den 60 DP und wir haben richtig schöne Bretter wieder ausgeteilt. Also wie gesagt, nennt mich irgendwie euphorisch, aber ich habe so einen Spaß gehabt, wirklich den E75 wieder auszufahren, nachdem ich ihn lange dann doch nicht mehr so gerne gefahren bin, weil er halt einfach so eine scheiß DPM hatte. Der Turm war viel zu schwach hier mit den 252 mm, wo euch alles durchgeschossen hat. Aber jetzt funktioniert dieses Prinzip E75 halt wirklich hervorragend und ich denke, diese Replays belegen das auch ganz gut. Also würde ich sagen, gleich ins nächste. Auch diese Runde ist entstanden, wo noch nicht das quasi Optimum verbaut war. Und ihr seht auch, wo noch nicht die Optik verändert worden ist. Also auch hier haben wir noch Standard-Equipment drin, Standard-vertikalen Stabilisator, Lüftung und Ansetzer, beziehungsweise die Lüftung als erstes, damit ihr den Boost bekommt. Aber wie gesagt, mittlerweile fahre ich den sogar noch mit verbessertem Equipment. Ich bin an dem ersten Tag, wo der rauskam im Stream, ich glaube 15 Runden E75 gefahren oder vielleicht sogar auch 20. War auf jeden Fall über 70% Siegrate mit einem Durchschnittsschaden von knapp 4200. Also wenn jetzt jemand sagt so, er hat jetzt hier wieder nur die besten Runden rausgeholt, bei einem Durchschnittsschaden von über 4200, das schaffe ich nicht mal auf den 10er Panzern. Klar kann man jetzt auch wieder sagen, ja, vielleicht liefen einfach die ersten Runden gut, weil der Panzer unterschätzt worden ist von den Gegnern. Alles in allem, wie gesagt, ich hatte einen Mörderspaß mit dem Gerät und die Runden waren allesamt wirklich hervorragend. Jetzt sind wir hier in einem einstufigen Gefecht, reines 9er Gefecht, also denke ich so der beste Gradmesser, was kann der Panzer, was kann er nicht. Airfield, ja eine Karte, die ja auch eher davon lebt, dass sie ein bisschen steifer gefahren wird, bedeutet nicht so viel Push-Potenzial, sondern mehr Schlagabtausch, aber auch das kann der E75 jetzt ja, ziemlich gut. Gucken wir uns direkt mal an. Eine Arti haben wir auf beiden Seiten, drei Lights, ein TD, der Rest Mediums und Heavies. Also eigentlich, wenn wir jetzt noch ein Light abziehen würden oder vielleicht sogar noch zwei Lights, fast perfektes Matchmaking. Statt dem einen Light, den wir abziehen, vielleicht noch ein TD dazu, dann wäre es eigentlich optimal. So, gucken wir mal, was wir hier tun können. Wir wissen jetzt ja dadurch, dass der T30 da unten aufgegangen ist auf der J-Linie, dass hier jetzt maximal ein Medium hinten irgendwie in der Ecke gammeln kann, sonst wäre das vielleicht jetzt hier nicht so möglich. So fährt man natürlich nicht E75, hat er noch Glück gehabt, dass das eine ziemlich krasse Low-Roll war mit 412. Also wir wissen auf jeden Fall, da hinten kann jetzt kein großer TD stehen, weil der T30 steht hier oben. Und deswegen kann ich hier auch ganz entspannt weitermachen. 50 TP hat uns jetzt hier einen mitgegeben und ich habe leider meinen Schuss verkackt. Aber manchmal muss man halt auch ein paar HP investieren, um da vielleicht auch einen positionellen Vorteil zu bekommen. Ja, okay, EWR steht da hinten. Das ist jetzt wirklich nicht so dramatisch. Selbst wenn der uns hier ein, zwei Treffer mitgibt, das sind dann doch eher Mückenstiche. So, gucken wir mal, ob wir vielleicht von der anderen Seite an den Typ 4 schwer rankommen, der da gerade, ich weiß nicht, was er da praktiziert. EWR, hallo. Dich ignoriere ich jetzt einfach mal. Kein Bock drauf. Lieber da eine schöne Peitsche. Ah, der 50 TP gibt mir nochmal einen Treffer mit. Das war jetzt, der war jetzt ärgerlich. Den habe ich so nicht kommen sehen und den hatte ich eigentlich auch so nicht eingeplant. Aber mein Gott, ja gut. Fahrfehler. Dafür kann ich jetzt hier vielleicht im Sidescrape nochmal dem Typ 4 eine mitgeben. Nochmal ein schönes 512er Brett. Aber drei Low Rolls jetzt in Folge. Da wollen wir jetzt vielleicht auch mal eine High Roll sehen. So, der 50 TP. Ah, der 50 TP, der macht das nicht schlecht. Der fährt auch immer solide wieder in Deckung. Gucken wir mal, ob wir hier vielleicht dem T10 eine mitgeben können. Oder dem Conqueror.
Der Conqueror, der will. Da ist doch mal eine schöne Roll. 566. Also ist hier, ihr seht das, das ist jetzt ja halt wirklich so Heavy Brawl. Da kann man auch viel falsch machen. Da passieren auch mir regelmäßig noch so dämliche Fehler, wie jetzt hier gegen den 50 TP. Der erste Schuss war ärgerlich, der zweite war ganz klar von mir ein Fahrfehler oder reine Gier. Aber trotzdem haben wir immer noch 1000 HP, mit denen wir arbeiten können. Und ich kann jetzt hier dieses Wrack als Deckung nutzen. Hallo? Oh. Der Schuss war jetzt ärgerlich. Der ist nicht mal angekommen. Aber wie gesagt, ist ja noch nicht aller Tage Abend. Jetzt voll durchgezielt, 489. Also langsam aber sicher werden wir jetzt hier mit dem 50 TP mal abrechnen. Das ist ja hier Schaden austeilen und Schaden einstecken. Ist ja jetzt nicht immer eine Einbahnstraße, sondern da muss man auch mal fair sein. So, haben wir dem EBR nochmal ein 520er Brett mitgegeben. Muss jetzt ein bisschen aufpassen, dass der T10 mir jetzt nicht nochmal durch den Turm da schießt. Dass der Conqueror mich jetzt hier auch nicht penetriert. So, von hinten kriegt das Gegnerteam jetzt Druck. So, da konnte ich mich jetzt beim T10 revanchieren. 504 Schaden. Also hier muss man wirklich aufpassen, wer so alles auf einen schießen kann. Da verschätzt man sich auch schnell. Und ihr müsst vor allem immer darauf achten, dass ihr in solchen Brawl-Situationen den Reload der Gegner erstens mitbekommt, wenn sie geschossen haben. Zweitens dann natürlich auch ausnutzt. Weil jeder Schuss, den man extra machen kann, sind natürlich empfindliche HP, die dem Gegner dann schaden. Und wo ihr euch selbst einen Vorteil arbeiten könnt. So, und jetzt ist Feierabend, Kollege. Nochmal 381 Schaden, 50 TP ist raus. Unser Team hat das deutlich aggressiver gespielt. Die Gegner haben zwar am Anfang nicht schlecht verteidigt, aber haben dann doch zu viel HP dabei verloren, zu wenig Eigeninitiative gezeigt. 572 nochmal in den T49. Was ein Feuerwerk hier. Der ist mal ganz kurz, hat sich mal ganz kurz atomisiert. So. Und jetzt haben wir da noch einen EBR. Der eine ist ja schon weggehustet worden. Jetzt gucken wir mal, ob wir den zweiten hier auch noch einen mitgeben können. Jetzt im Prinzip, das ist jetzt ja eigentlich nur noch on top. Bonus, Abschmatzphase. So, da steht er. Kriegt auch zum Glück nichts mit. Fährt jetzt noch gegen die rote Linie. Hat sich selbst verlangsamt. Das hat mir die Möglichkeit gegeben, den ersten Schuss hier for free zu machen. Jetzt fährt er auf mich zu. Ich fahre rückwärts, damit ich mir so viel Zeit wie möglich erkaufe, um nachzuladen. Nicht, dass er jetzt um mich herum so Schlangenlinie fährt. Nochmal 571. Das hat jetzt richtig wehgetan. Und jetzt werde ich mir einen fangen. Aber dann sollte das auch gewesen sein. So sieht's aus. Den T30, den holen unsere Kollegen da jetzt auch weg. Und damit war das auch vollumfänglich. Eine schicke Runde. Also, das waren jetzt noch nicht mal die drei Runden mit dem höchsten Schaden. Ich hatte auch noch eine Runde mit 6,8 und eine Runde mit 7200. Leider waren das beides Niederlagen. Die werde ich aber bei Zeiten, denke ich, auch nochmal verarbeiten. Knappe Niederlagen, da habe ich auch ziemlich Schaden farmen dürfen. Ich wollte euch jetzt aber auch nochmal damit zeigen, dass das jetzt nicht irgendwie nur die besten Runden waren, sondern dass wir an dem Abend einfach und den Abend danach, wo ich den E75 nochmal ausgepackt habe, lief es im Prinzip ähnlich. Das Ding ist jetzt für mich auf jeden Fall auf Augenhöhe mit dem T10 und dem Conqueror, die bis dato für mich so ziemlich ohne Konkurrenz, wenn wir mal die Reward-Tanks außen vor lassen, die besten 9er-Heavys waren. Jetzt kann der E75 meiner Meinung nach auf Augenhöhe mitspielen und gehört jetzt auf jeden Fall zu dem Trio der besten 9er-Tech-Tree-Heavys. Vielleicht noch den AMX dazu, aber wie gesagt, der E75, die Kombination aus Panzerung und Feuerkraft ist jetzt einfach extrem geil, macht super viel Spaß und wie gesagt, den kann man dann auch wirklich wie so einen richtigen Heavy fahren. Ja, bei Tiger 2 und Tiger 1, da muss man noch ein bisschen vorsichtiger fahren, da braucht es eine andere Spielweise, eine bisschen in Anführungszeichen defensivere Spielweise, mehr auf gute Tauschaktionen fokussiert. Beim E75 kann man halt, wie ihr an den drei Replays jetzt auch gesehen habt, voll in die Fresse fahren. Ja? Also so hart, wie es jetzt klingt, so plump, wie es klingt, es ist halt einfach. Ja, dazu kam dann noch, dass wir an dem Abend sehr viele Panzerassrunden eingefahren haben, aber das lag natürlich auch daran, dass das der erste Tag mit dem Patch Day war,
wo quasi ja noch für das Panzerass der alte E-75 gezählt hat, aber wir quasi schon im neuen saßen. Von daher muss man das so ein bisschen relativieren, dass da so viele Panzerass-Runden dabei waren, aber trotzdem denke ich, waren das schöne Runden. Erste Runde auf Küste, Panzerass, 81.000 Credits, 4.266 Erfahrungen, Großkaliber. Schauen wir ganz kurz hier auf die Teamscore. Wir haben hier mit Abstand den meisten Schaden gemacht, 5.863 Schaden, 5 Kills, 1.422 Basiserfahrung. Das wäre wahrscheinlich jetzt auch ein Panzerass gewesen, immer noch. 19 Mal geschossen, 17 Mal getroffen, 14 Mal penetriert. Wir haben im Prinzip 1.370 Schaden mit der Panzerung geblockt, 772 Unterstützungsschaden und wir haben einfach ja, das gesamte Gegnerteam an der C1-Position komplett alt aussehen lassen. Schauen wir mal auf das zweite Match auf Fischerbucht. Das war auch ein Panzerass. 74.855 Credits, 1.923 Erfahrung. Unterstützermedaille, Großkalibermedaille. Auch hier haben wir noch schick Schaden farmen dürfen. 5.650 Schaden, 4 Kills, 1.282 Basiserfahrung. Und das war im 10er-Gefecht auch der höchste Schaden. Also E7, 60 TP, Centurion, die hatten... Jetzt haben sie sich vielleicht auch nicht ganz so clever angestellt, aber das ist ja eigentlich in jeder Runde so, dass ihr Gegner habt, die sich vielleicht nicht immer so ganz clever anstellen. Und es gehört natürlich dann auch dazu, dass ihr in der Lage seid, die Fehler zu bestrafen, reinzufahren, zu helfen, den E7, den 60 TP überhaupt erstmal unter Druck setzen. Ich denke, das haben wir ganz gut gemacht und der 60 TP ist ja dann auch noch zweimal an uns geklingelt. Ja, gucken wir nochmal ganz kurz hier drauf. 18 Mal geschossen, 14 Mal getroffen, 12 Mal penetriert. 2.460 Schaden mit der Panzerung geblockt, 187 Unterstützungsschaden. Gucken wir nochmal ganz kurz auf die letzte Runde. Auch das war ein Panzerass. 79.211 Credits, 1.910 Erfahrung. Unterstützermedaille, Großkalibermedaille, 5.833 Schaden, 2 Kills, 1.273 Basiserfahrung. Auch hier, würde ich sagen, haben wir den Gegnern zwar... Ja, den einen oder anderen Schuss wie hier Super Johnny gegönnt, war auch der ein oder andere Fahrfehler dabei. Aber das ist ja auch das Schöne und das, was den E75 für einen Neuner so stark macht, er verzeiht tatsächlich auch den einen oder anderen Fehler. Ja. Leopard, PTA oder whatever, leicht gepanzerte Fahrzeuge, die verzeihen gar nichts. Ein E75, der ist da sehr sanft, der verzeiht auch den einen oder anderen Fahrfehler mal, wenn man mal einen Schuss kassiert etc. Und auch die Tracks absorbieren sehr gerne mal sehr viel Schaden. Gucken wir hier nochmal ganz kurz drauf. 14 Mal geschossen, 12 Mal getroffen, 12 Mal penetriert. 920 Schaden mit der Panzerung geblockt. Ja, ich hoffe, ihr habt einen Eindruck bekommen. Für mich absolut das Highlight des Patches 1.10 der E75, so wie er jetzt dasteht, so wie er sich jetzt spielen lässt. Also auch die anderen Buffs waren natürlich schön, aber alles in allem muss ich sagen, der E75 hat wahrscheinlich am meisten davon profitiert und der Spielspaß ist einfach von... Ja, 30% auf 120% für mich persönlich gestiegen und ihr werdet den jetzt auch im Stream, denke ich, noch sehr viel häufiger sehen. Also, falls euch das Video gefallen hat, falls es euch Lust auf den E75 gemacht hat, viel Spaß euch. Ich wünsche euch sehr viel Erfolg. Spart nicht an der falschen Stelle, nutzt auch mal die 2 und gönnt euch vielleicht auch mal Rationen oder so. Das ist bei dem Panzer auf jeden Fall nochmal richtig lecker. Ja, ansonsten würde ich mich riesig über ein Like freuen. Ich freue mich nach wie vor riesig über jeden neuen Abonnenten, der den Weg zu meinem Kanal findet. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann auf den Schlachtfeldern. Haut rein!